Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Metal Gear Solid 2. Time zum Essen. Ich meine natürlich Metal Gear Solid 3. Und ich muss gerade feststellen, ich hätte eigentlich absichtlich eine Aufnahmepause gemacht, um festzustellen. Ja, ich verschwende meine Energie. Um festzustellen, ob man hier ein Minigame aktivieren kann, aber das geht leider nicht. Das ging in dieser Version, es geht nur wahrscheinlich auf der PS2-Version. Und zwar fängt er an zu träumen. Also man spielt irgend so ein Minispiel mit Hack and Slay Gesundheit. Oh, auf jeden Fall bekommen wir langsam Hunger. Aber weil wir so nett sind und er uns eine Fledermaus gegeben hat, geben wir uns mal dem da draußen was zu essen. Ja, das ist für dich. Aber die Gabel können wir auch nehmen und damit essen wir auch direkt die Sachen. Bitte für dich, mein Freund. What? You don't want this? Nein, kannst es haben. Okay, natürlich könnte ich euch... Ich will euch eben etwas zeigen. Und zwar hätten wir eigentlich schon, wenn wir ein bisschen aufmerksam auf die Hintergründe geachtet haben, stand an mehreren Orten, dass eine Frequenz gibt, die wäre 144,75, glaube ich. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau. Wenn man an dieser Frequenz einen Codec-Anruf macht, zu dieser Codec-Frequenz, dann geht die Tür auf. Aber bis man da drauf kommt, okay, eigentlich ist es relativ simpel, wenn man sich drauf achtet. Aber es gibt auch andere Wege. Und eine wäre natürlich, wir haben immer noch die Option Heilmittel, aber hier haben wir noch eine Scheintodpille, die wir am besten Schusswunde vom Boss zugefügt. Kugel sitzt im Körper fest. Nehmen wir raus, jetzt haben wir eine Todpille. Und hier oben ist ein Sender. Auch rausnehmen. So. Nahrung haben wir nix. Optionen sind immer die... Oh. Geh wieder zurück. So, sind immer noch die gleichen. Alter! Ciao time! Wow, ein Frosch. Kannst ihn selber essen. Fertig. Hey, thanks. Bitte, bitte. Man hört schon raus, dass er ein bisschen ein komischer Typ ist. Und er sieht auch anders aus. Und auf seiner Sturmhaube steht ein J, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube schon. Er soll mir mal entgegenkommen. Alter, wo gehst du? Komm hierher zurück. Und was machen wir hier in der Zelle? Gar nichts. Ein bisschen rum, bla bla bla. Eben, jetzt könnte ich im Prinzip die Todpille verwenden, mich totstellen. Eine Zigarre habe ich auch, die könnte ich auch noch kaufen. Und eben, wir hatten leider nicht diesen Albtraum. Ich hatte gehofft, dass wenn wir laden, wirklich ich euch diese kleine Szene zeigen kann. Ich weiß aber nicht, wie man die jetzt schon wieder freischaltet. Müsste ich mal abklären, ob es die überhaupt gibt auf der PS3. Oder ob das sogar eine Spezialversion war, die ich auf der PS2 dazu mal gespielt habe. Hier, nochmal ein Frosch. Kriegst du gleich zurück. Well, it's your loss. Ja, ja. Komm schon. Ja, jetzt kommt die Szene. Ist noch cool drauf, der Alte. Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know,
before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny. Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny, too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny, too. The whole clan of Johnnies. Alice Johnnies. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Mm-hmm. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. Zigaretten. It's cool. The least I can do. Well, don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Ja, und was machen wir nun? Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich jetzt nochmal diese Ratte hier. So. Dankeschön. Wir warten noch ein kleines Weilchen. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch einschlafen lassen, aber ich will noch etwas anderes sehen. Komm schon. Es soll mir mal was Abgelaufenes geben. Ich gebe sie da raus. Willst du's? Ist lecker. You don't want this? Komm schon, geh auf Toilette. Also eben, ihr habt's erraten, ich hab's jetzt gesagt. Ich will, dass er auf Toilette geht. Weil er dann so lustig rumrennt. Wie der alte Johnny. Der gute alte Johnny. Ah, na klar, ihr kennt ihn ja natürlich noch nicht. Ihr kennt ihn ja nur von, doch, eigentlich kennt ihr ihn. Oder zumindest der Sohn von ihm. Oder der, oder sein Enkel. Wer auch immer das sein wird. Bei Metal Gear Solid 1 kam er schon mal vor. Auch in der Gefängnisszene, auch als Gefängniswärter. Und auch immer mit diesem Magen-Darm-Problem. Ach komm schon. Jetzt mache ich hier kurz einen Prozess gleich. Chow time! Immerhin noch nichts Abgelaufenes. Huh? Ach komm. Thanks. Naja, bitte. Kannst du jetzt mal endlich. Nee. Huh? Komm schon! So, jetzt gehen wir so raus. Wir verschonen ihn natürlich. Nein, eins zurück. Und 144, 75. Wo sind wir jetzt? Ne, 44. So. Bingo, die Tür wurde aufgeschlossen.
Und so ging er endlich weiter. Ja. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt endlich weiter hier. Den Typ lassen wir jetzt schlafen. Ich geh nochmal hier kurz rein. Okay, das Einzige, was wir haben, ist dieser Revolver. Oh Mist, wieso steht er wieder auf? Alter. Ich will ihn nicht verletzen. Er war so nett, der Typ. So, eine Nebelgranate. Gibt's hier auch noch Zeugs? Ah, wieder der Frosch. Hier ist die die Folterzelle. Hier gibt's gar nichts. Sieht nicht so aus. Hier ist die Toilette. Gibt's nichts. Hier ist noch diese Tür. Es tippt sich. Ein Poster und raus hier. Oh, jetzt riskant. Natürlich haben wir jetzt überhaupt keine Tarnung und gar nichts. Ein bisschen versuchen nach Westen zu kommen. Wo sind die Typen? Und am besten versuchen wir es mal hier entlang. Ja, da haben wir eine kleine Öffnung. Ich glaube, da sollte es ziemlich gut klappen, an alle vorbeizukommen. All das Gelände ist eigentlich relativ ja groß. Okay. Aber ich habe keine Übersicht. Da ist keiner. Da ist keiner. Ich höre ihn aber rechts. Da hinten kommt der Scheiß. Am besten gehen wir so vorbei. Ein bisschen schleichen. Sobald ich losrenne, dreht er sich sowieso um. Okay, da gehen wir jetzt vorbei. Problem 1 gelöst. Jetzt kommen die anderen Probleme. Ja, da gibt es doch mehr Leute, die da sind. Ah, zum Glück können wir... Ah. Hier bin ich noch nie durch, hier hinten. Auch interessant. Und ich friere mir wahrscheinlich jetzt auch den Arsch ab. Durchgehen. Nordost. Okay, wir sind fast da. Ich hoffe... nee, hier ist keine Beleuchtung. Ach Mist, scheiße. Oh oh. Beeil dich, Snake. Beeil dich. Puh. Okay, nur noch hier. Wir haben es gleich geschafft. Ja, das Problem ist ja hier nun... Wir haben hier einen Scheinwerfer. Bei den... Ah, hier könnte... Ah, hier hätte ich auch durch können. Mist. Und das sind Soldaten. Das ist echt blöde. Das ist noch doof. Okay. Ist jetzt... Und da ist der doofe Hund. Natürlich. Wie mache ich das am besten? Oh, der Hund kommt. Ah! Single Action Army Munition. Super. Das ist echt gut. Ich weiß nicht, ob ich den erschießen soll. Natürlich könnt ihr noch. Gute Nacht. Jetzt muss ich nur noch... Da hinten ist er.
Ja. Am besten geht er jetzt eine Runde pennen. Aber er läuft ja ziemlich langsam. Gut. Ein Problem weniger. Der Hund da hinten ist noch am Schlafen. Da ist noch ein Typ, aber ich lasse es bleiben. Nix, das war gar nix. Und ich bin weg hier. Hier nach unten durchkriechen. Und dann haben wir keine Probleme mehr und können endlich von hier weg und uns mit Eva treffen. So. Ab in die Kanalisation. Was? Wer ist dran? Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess, there's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't. When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is... Is sealed off too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Ah, das ist nicht so toll. Definitiv nicht toll.